Guten Morgen und willkommen aus Los Gigantes. Guten Morgen. Guten Morgen. So, ich zeige euch heute ein bisschen Los Gigantes und gebe euch noch ein kleines Travel-Update. Wir sind jetzt gerade für 2 Tage hier in meinem Hotel in Los Gigantes und wir arbeiten zusammen mit dem Hotel, das heißt, wir machen Fotos und Videos für das Hotel und können deswegen halt für 2 Nächte in diesem Hotel hier übernachten. Die Aussicht ist sehr, sehr schön. Wir haben hier sogar so einen kleinen Jacuzzi. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schön hier mal eine kleine Abwechslung. Wir gehen jetzt in die Stadt und ich würde sagen, wir sehen uns dort. Also wir sind jetzt von unserem Hotel unten an die Küste gefahren und sind jetzt irgendwie zwischen ganz vielen Hotels, aber laufen jetzt mal ein Stückchen. Also wie ihr seht, es ist schon relativ touristisch. Überall sind Hotels. Wegen Corona ist halt hier irgendwie gar nichts los. Katharina, was machst du? I'm working. You're working? Yeah. Okay. 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 It's weird. Like it's so weird. Where's the place? Here. Okay, ich laufe den beiden einfach hinterher. Die haben gar keine Ahnung, wo wir eigentlich hin sollen. Ich auch nicht, aber ich glaube nicht, dass der Weg, den wir hier gerade laufen, dass es möglich ist, zu so einem Rockpool zu kommen. Ich habe keine Ahnung, was der hier macht, aber hey. Oh Leute, wir sind hier gerade die ganze Zeit hochgeklettert und suchen diesen Rockpool. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Das ist wirklich atemberaubend schön. Also wenn ihr nach Los Gigantes mal fahren wollt, dann auf jeden Fall wegen den Klippen, wegen der Aussicht. Wow, okay. Wir haben den Rockpool gefunden. Okay, eigentlich wollten wir hier schwimmen gehen, aber da gerade Flut ist, das ist auf jeden Fall zu gefährlich. Die Strömung da unten ist so stark. Ich glaube, wir gehen dann lieber zum Strand. Just die ganze Zeit, wir wollen zu diesem Rockpool. Aber die anderen wussten gar nicht, dass das existiert. Unser Hotel ist da oben. Ja, das ist unser Hotel. Und wir gehen jetzt nicht mehr dahin, zu dem Rockpool. Ach übrigens, Jules und Katharina fliegen jetzt am Donnerstag nach Deutschland, am Freitag nach Deutschland zurück. Und am Samstag besucht mich dann meine Mutter für eine Woche bis nächste Woche Samstag. Und nächste Woche Samstag fliege ich ja schon nach Indonesien. Jules und Katharina bleiben halt oder machen Quarantäne in Deutschland und fliegen dann einen Tag später, also nächste Woche Sonntag, einen Tag später als ich, auch nach Indonesien. Und dann dürfen wir 5 Tage in Quarantäne, yay! Gut, dass ich hier, keine Ahnung, wo ich gerade langlaufe. Ja, 5 Tage in Quarantäne. Und dann geht's nach Bali. Endlich! So richtig, weißt du, nur so am Strand und wir schauen den Sonnenuntergang und trinken einen Cocktail. Das ist ein guter Plan für den Start von Bali. Ich trinke gern Pina Colada. Aber wir trinken auf jeden Fall Pina Colada auf Bali. These guys are standing on the what the hell? Leute, guckt euch das mal an hier vorne. Guckt euch mal die Farbe von dem Wasser an. Guckt mal, die Wellen sind einfach so stark. Ich glaube, Los Gigantes ist so einer meiner Lieblingsplätze bisher. Ich finde es einfach richtig cool, dass es hier überall diese Rockpools gibt, wo man einfach schwimmen gehen kann, also diese angelegten. Die gab es auf Madeira auch und wir waren zwar nicht daran schwimmen, aber es sah mega cool aus. To that place deep in the safe zone, but I need to let go of feelings I can't erase. I'm calm on the surface, I wish I could kick it. Okay Leute, da vorne wo die beiden gerade stehen, da kommen übertrieben große Wellen hin und
Ich stand da gerade auch und dann kam einfach eine riesige Welle und man ist einfach in diesen Rockpool hier gefallen. Aber auch sehr gefährlich. Ich hatte ein bisschen Angst, aber eigentlich kann gar nichts passieren. Ich habe die beiden jetzt kurz nach Hause gebracht und jetzt werde ich nochmal zum Strand fahren, den euch auch noch zeigen. Und ja, Jules und Catalina machen hier gerade noch ein Foto. Jules und Catalina, hier. Foto? We photo? We photo? Yes. Catalina is enjoying the life. Hier nochmal unser Ausblick, das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber naja, jetzt geht's in die Stadt. So Leute, ich habe unser Auto jetzt mal geparkt und ich zeige euch jetzt mal den View, wo ich gerade bin. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen durch Los Gigantes durch und stehe hier gerade an so einer Steilküste. Also ihr könnt mir ja mal erzählen, ob ihr schon mal auf Teneriffa wart bzw. in Los Gigantes wart und wie ihr das hier fandet. Also ich finde es wirklich schön. Okay, das Kind schreit da total herum. Besonders die Steilküste. Das Einzige, was jetzt nicht so schön ist, würde ich einfach mal sagen, ist, dass hier überall Hotels sind. Also es ist wirklich sehr, sehr touristisch gehalten und mir fehlt so ein bisschen ja, die Kultur, die spanische Kultur. Und ja, das ist halt das Ding. Also hier gibt es wirklich, man fühlt sich halt wie in so einem Touristenparadies. Aber es gibt auch wirklich schöne Ecken. Es muss ja auch jeder selber entscheiden, was er gut findet, was nicht. Für einen längeren Aufenthalt wäre es, glaube ich, nichts für mich. Aber ja, für 2 Tage ist es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich freue mich jetzt auch übrigens sehr, dass meine Mutter bald da ist, weil ich da, wie gesagt, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie wirklich noch vorbeikommt oder dass ich sie noch sehe. Und jetzt klappt das doch alles. Und meine Mutter ist auch sehr, sehr hyped, weil sie mich halt jetzt endlich noch sieht und das auch ihre Lieblingsinsel ist. Ich freue mich natürlich auch mega. Deswegen werde ich da, glaube ich, auch noch ein paar Videos zu machen. Und dann, wie gesagt, geht es ja auch schon nach Indonesien. Da werde ich euch auch komplett mitnehmen, auch wenn ich in die Quarantäne muss, werde ich auf jeden Fall einige Videos machen und meine Erfahrungen mit euch teilen. So, ich laufe jetzt gerade zum Strand. Okay, das ist auch ein cooler Laden. Hier kann man sich einfach auf die Mauer setzen. So Leute, wir sind jetzt am Strand angelangt. Guckt euch das hier mal an. Mit dem Kitten im Hintergrund. Aber der Strand ist auch nicht groß, also es ist relativ klein gehalten hier. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn nicht Corona ist, wie viele Leute hier sind, weil wenn es jetzt schon so halbwegs voll ist in Corona-Zeiten, in normalen Zeiten ist es dann wahrscheinlich mega, mega voll hier, weil die Stadt ist echt groß, hier gibt es wirklich unglaublich viele Hotels. Ich stelle mir das einfach so vor, dass es hier komplett voll ist. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wenn ihr hier schon mal zu normalen Zeiten wart, könnt ihr mir mal schreiben, wie das ist. Also der Strand heißt hier Playa de los Guias. Ich kann es nicht aussprechen. Und genau, so hier seht ihr einmal ein Bild von oben, wie das aussieht. Ich stand jetzt gerade hier, genau da logischerweise. Und wie ihr seht, es ist wirklich nicht so groß. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie wollte ich den ganzen Tag schon einen Kaffee haben. Ihr kennt das bestimmt. Also ich wollte einfach noch mal ein bisschen erzählen, so mein erster Eindruck von Teneriffa. Ich bin ja jetzt auch seit 3 oder 4 Wochen schon hier. Und ja, wie ist mein erster Eindruck? Also Teneriffa ist total anders als Fuerteventura. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen, weil ich ja vorher 2 Wochen auf Fuerteventura war. Und Teneriffa ist halt viel, viel touristischer oder es gibt halt Städte, die viel, viel mehr Hotels haben. Es ist alles viel, viel größer. Und daran musste ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewöhnen. Aber trotzdem hat Teneriffa wirklich sehr, sehr schöne Ecken und auch die Natur ist wirklich der Wahnsinn ab und zu. Ihr seht das ja hier in Los Gigantes, das ist wirklich der Wahnsinn. Wir waren ja auch auf dem Teide und in Masca. Es war wirklich sehr beeindruckend. Die Natur ist wirklich der Wahnsinn. Für mich war einer der Lieblingsorte San Juan bisher, also Playa de San Juan, da wo die Tauschschule von Mari und von Patrick ist. Könnt ihr, im vorletzten Video war das glaube ich, könnt ihr mal vorbeischauen. Das war für mich ziemlich, ziemlich cool, weil wir ja hier eine Tauchschule besucht haben. Und ja, San Juan, Playa de San Juan ist eigentlich wirklich wunderschön. Es ist richtig, richtig, ja, lokal würde ich einfach sagen. Also sehr, sehr viele spanische Häuser. Eigentlich, ich glaube, da gab es kein richtiges großes Hotel. Und es ist echt eine kleine, sehr schöne Stadt. Und vor der Küste sind überall, ja, auch Felsen. Und das war eigentlich wirklich wunderschön. Das ist, glaube ich, so einer meiner Lieblingsorte bisher gewesen. Wir haben jetzt in Playa Paraiso eine Zeit lang oder die ganze Zeit fast gelebt oder gewohnt und vom Playa Paraiso war ich ein bisschen enttäuscht. Also der Ort an sich, die Natur drumherum ist natürlich schön,
Und hat auch sehr schöne Küsten und auch da gibt es auch sehr viele coole Ecken, also wirklich richtig coole Ecken, wo man ja gar so geheime Strände und wo auch sehr viele Leute sind und sehr viele Camper und dieses Camperleben ist auch richtig cool. Aber so von der Stadt her ist Playa Paraíso eher so ein bisschen enttäuschend gewesen, weil es wirklich nur, es ist sehr touristisch und man findet halt irgendwie, weiß ich nicht, ist alles übertrieben groß und zumindest ist der Ortskern, so wie ich das jetzt beurteilen kann, ja. Ihr könnt mir ja in die Kommentare mal schreiben, was euer Lieblingsort auf Teneriffa war und ja genau. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Catalina und Juice werden dann ja am Freitag abreisen, da bin ich einen kompletten Tag mal alleine nach 6 Wochen oder so. Wird auch ein bisschen komisch werden, aber ich sehe die auch beide wieder, sobald wir in Indonesien sind. So Leute, ich gehe jetzt wieder zurück zum Auto. Wenn euch das Video hier gefallen hat und ihr meine Reise mitverfolgen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ja, den Kanal abonniert und einen Kommentar und ein Like da lasst. Das würde mich sehr freuen und würde mir sehr helfen, meine Träume zu verwirklichen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.